Ich grüße euch. Ich habe jetzt an meinem Lichtschachtobjekt weitergearbeitet. Ich gehe mal kurz ins 3D, um es zu erklären. Und zwar habe ich hier einfach ein Geländemodell rausgeschnitten. Das ist das, was man jetzt in 3D sieht. Und habe hier den Lichtschacht eingesetzt und als SOE-Abzug vom Gelände abgezogen. Das heißt einfach Zielelemente übernommen, Operationselemente übernommen, Abzug mit Verlängerung nach oben. Dabei habe ich aber irgendwo einen Denkfehler gemacht, denn wenn ich Folgendes mache, wenn ich zum Beispiel jetzt das hier in der Höhe verschiebe, genau auf die Höhe 0, macht er mir den Abzug nicht mehr sauber. Und jetzt kann ich reinsehen, weil ich hier Glas draus gemacht habe. Wenn ich es aber jetzt ein klein wenig runterschiebe, 0,01, also, ja genau, dann macht das ganz brav. Also auch wenn ich jetzt das Gelände, wo bin ich, hier bin ich, auch wenn ich das Gelände jetzt werde, ABCD, ja, Natur, Erde, hier ist es, Rennstelle. Während dieser Betonlichtschacht, der funktioniert trotzdem brav. Also, auch wenn ich es rausgebe, dürfte ich irgendwas mit der Koordinatenverschiebung falsch verstanden haben. Gut, den setzt man in den Keller ein, sieht man im Geschoss drüber, den setzt man im Erdgeschoss ein und sieht man im Geschoss drunter. Vielleicht ist das das Problem. Egal, lässt sich ändern. Ich habe auch noch einen Volumenkörper reingegeben zum Probieren, der reagiert aber gleich. Das heißt, wenn ich hier das Ding markiere und einen SE-Abzugskörper einschalte, macht es trotzdem nicht sauber. Also wird dann trotzdem die Erde reingegeben. Steuerung E. In der Z-Achse kann man 0,001, reicht schon und der macht es sauber. So, den SOE-Körper gebe ich wieder weg. Also mit Verlängerung nach oben macht es sowieso. So wie beim anderen. Aber muss es halt um die Spur nach unten setzen, dass man es praktisch kaum wahrnehmen kann. Also ein Zehntel Millimeter und dann schon funktioniert es. Ja, da muss ich mir noch eine Lösung überlegen. Vielleicht muss ich das umkehren mit der Sichtbarkeit und es in dem Geschoss einsetzen, wo auch das Teil dann sich wirklich befindet und dann wäre es gelöst. Gut, ich setze es wieder auf die Dropbox. Viel Vergnügen damit. Und noch was habe ich gemacht. Ja, bevor ich es vergesse, ich habe hier einen kleinen Spalt eingefügt, damit dann im Schnitt, in der Schnittdarstellung, Moment, das ist das B-Modell, so. Hier. Damit hier auch dann die Konturen ordentlich rauskommen. So, aber sonst müsste das Teil eigentlich jetzt ganz gut funktionieren. Viel Vergnügen, schöne Grüße aus Salzburg.